Sie heißen Freddy, Michael Myers, Jason, Leatherface, Jigsaw, Chucky, Candyman, Killer Kobold, Wishmaster und so weiter. Vor knapp 40 Jahren hat der Horrorfilm den sogenannten schwarzen Mann in neuem Gewand auf die Leinwand zurückgeholt. Unzählige Horrorexzesse und Parodien später kriecht er immer noch unter unserem Bett oder aus unserem Schrank hervor. Wir sprechen hier nicht von einem Serienkiller, der mitten unter uns sein Unwesen treibt, sondern vom Boogeyman, dem Bösen, als einer fiktiven Figur, die unserer Fantasie entspringt. Ist diese Figur gut für unser seelisches Gleichgewicht? Braucht etwa jeder von uns seinen Boogeyman? Hallo? Machen wir uns doch ein Bitz. Jahre nach Stephen Kings Roman und 27 Jahre, nachdem der Film eine ganze Generation Kinder schockiert an den Fernseher gefesselt hat, verfolgt uns Ace, alias Clown Pennywise, heute wieder in Andy Muschiettis Neufassung. Durch seine Verkleidung, seine Opfer und als Kreatur, die direkt aus der Hölle zu kommen scheint, steht er ganz in der Tradition des Boogeyman. Ein maskierter Mörder, der seit dem Überraschungserfolg von Halloween 1978 die Leinwände heimsucht. Der gute Michael Myers mit seiner billigen Captain Kirk Halloween-Maske ist allerdings nicht der Einzige, der solche Gemetzel veranstaltet. Einer der Filme, die zwar nicht direkt als Vorbild für die Figur des Boogeyman dienten, aber vielleicht für die Figur des wahnsinnigen Killers, ist Psycho von Hitchcock. Auf Psycho folgten dann Filme wie Kettensägenmassaker. Der Mörder trägt eine Maske aus Menschenhaut und wird damit zu einer fantastischen Figur. Ich glaube, der erste Film, der mich geprägt hat und der übrigens immer noch zu meinen Lieblingsfilmen zählt, ist Das Böse mit dem Tall Man. Der nur in Fankreisen bekannte äußerst bizarre Film von Don Coscarelli hat die Figur des Boogeyman eingeführt. Der nach und nach immer unheimlichere Eigenschaften offenbart. Was zunächst nur beunruhigend erscheint, wird schließlich zum Albtraum. Ich glaube, der Tall Man war meine Version des Sensenmanns. Sie wissen schon, dieser Mythos einer düsteren Figur, die die Seelen der Lebenden holen kommt. Das lag vor allem an dem Hauptdarsteller, Angus Grimm. Er war groß und schlank. Es sollte ein Bestatter sein, da diese immer in Schwarz gekleidet sind. Ich dachte, je schmäler der Anzug geschnitten wäre, desto größer würde die Figur wirken. Wir haben versucht, einen klassischen Bösen des Horrorfilms aus ihm zu machen. Aber was unterscheidet den Tall Man von all den anderen maskierten Killern, die in den folgenden Jahrzehnten Angst und Schrecken verbreiten? Nach dem Erfolg der Horrorfilmreihe Freitag der 13. kam zu Beginn der 80er die Slasher-Filmwelle. Filme wie Monster im Nachtexpress, Ab in die Ewigkeit und Brennende Rache überschwemmten zwischen 1980 und 1985 die Kinos. Es war unglaublich. Die Figur des Killers war dabei nicht der Boogeyman. Es war eine Art Krimi mit Mördern, die aufgrund eines Traumas töteten. Sie wurden verrückt und 20 Jahre später suchten sie Rache. Im Grunde ähnelt der Slasher-Film mehr einem Gesellschaftsspiel, einem sadistischen Cluedo, voll jugendlicher Theatralik und hat nichts von einem bedrohlichen Albtraum.
Die Film-im-Film-Verschachtelungen der Scream-Reihe brechen mit der Logik des Nicht-Fantastischen, indem sie verhindern, dass wir erfahren, wer sich wirklich hinter der Maske des Bogeyman verbirgt. Alright, you bastard, let's see who you really are. Fucking Miramax, cut! 8, 8, 8, 8, 8. Ende der 80er Jahre wird der Regisseur Victor Salva wegen sexuellen Missbrauchs eines 12-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Trotz verbüßter Strafe und ohne Rückfall verfolgt ihn die Schwere seines Verbrechens sein ganzes Leben lang. Sein Film Jeepers Creepers von 2001 zeigt ein abscheuliches Raubtier, das sein Opfer innerhalb eines Symbolgeflechts verfolgt, in dem deutlich wird, dass sich der Autor sowohl mit dem Monster als auch mit dessen Opfer identifiziert. Sie befreien sich von allem, ihren Wahnvorstellungen, ihren Kindheitstraumata, ihren Ängsten, genauso wie sie es bei bestimmten Dingen in ihrem eigenen Leben geschafft haben. Es ist immer das Gleiche. Der Boogeyman macht etwas mit dem Zuschauer. Das heißt, der Regisseur persönlich erschafft das Böse in Gestalt des Boogeyman. Es gibt zwangsläufig eine Verbindung zu seinem eigenen Leben. Ich kenne zwar Wes Cravens Leben nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er als Kind unter Albträumen litt. Dieses Monster, das sich im Schrank versteckt, sind im Grunde die wahr gewordenen Ängste des Kindes, die zum Leben erwachen. Egal, ob es sich um die Mörderpuppe Chucky oder um den Candyman handelt, der Boogeyman hat einen doppelt negativen Effekt. Er ist nämlich immer auch eine Projektion, die eine ambivalente Beziehung zu seinem Opfer hat. Be my victim. Seine Maske, seine Ausstattung und sein oft merkwürdiger Gang erinnern an jahrhundertelange abergläubische Praktiken, bei denen durch Hexerei das Unsichtbare sichtbar gemacht werden sollte. I am nothing. So now I must shed innocent blood. Come with me. They don't know how to differentiate between fantasy and reality. Die fiktive Figur des Slenderman, der seit 2009 im Internet Angst und Schrecken verbreitet, zeigt, wie wichtig solche Projektionen sind. Die Ähnlichkeit zwischen der Figur und diesem furchtbaren Mord hier in den USA war so erschreckend groß, dass ich weder Anerkennung dafür haben wollte, noch mich gut damit fühlte. Der Mythos Slenderman wurde zweifellos durch den Film Das Böse inspiriert. Aber jetzt, wo Sony ein neues Horrorfilmprojekt mit dem Titel Slenderman angekündigt hat, kann man ruhig darüber sprechen. Nach Jahrzehnten postmoderner Slasher-Filme und dekonstruktivistischer Parodien wäre man sicherlich nicht überrascht gewesen, den Boogeyman neben Knecht Ruprecht im Museum für ausgemusterte Bösewichte vorzufinden. Jede neue Generation hat ihre eigenen Ängste und abstrakten Schrecken. Sie müssen dargestellt werden, um sie beherrschbar zu machen. In einer Mischung aus Absurdem und Monstern, die an Karneval erinnern. Für uns ist es viel wichtiger, dass wir den Boogeyman fürchten, als für ihn uns zu verschlingen.
pictures and scrapbooks, sharing adventures, having a good time, dismembering bodies, and eating some cookies.